Guten Abend. Vielleicht sind Sie in den letzten paar Tagen auf einem Ihrer Spaziergänge hier unten am Lunapark vorbeigekommen. Auf Initiative unseres Kindergartens sind hier am sogenannten Wunschbaum schon viele bunt bemalte Steine abgelegt worden. Auf einem dieser Steine findet sich folgender Spruch: Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Das ist ein schöner Gedanke in dieser schwierigen Zeit. Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote, schwere Steine, gerade für uns Hevorer. Keine Hackerwirtschaftsbesuche, kein Feierabendbier in unserer Lieblingskneipe, kein Wirtshaus singen, kein Gute-Laune-Treff. Das sind schwere Steine und das tut uns in der Seele weh. Doch wir bleiben zu Hause, so wie jetzt Sie vor Ihrem Bildschirm. Aus diesem schweren Stein wurde ein Stein des Anstoßes. Die Tatsache, dass wir keine Veranstaltungen besuchen können, wurde zum Anstoß für eine zündende Idee. Wir senden einen Lichtblick. Aus Großheubach für Großheubach. Von Großheubachern für Großheubacher. Gerne dürfen natürlich auch alle anderen diesen Livestream mitverfolgen. Großheubach sendet einen Lichtblick. Wir wollen in den nächsten etwa 20 Minuten etwas Licht ins Dunkel des Alltags holen. Wir bringen Farbe ins Spiel. Bei uns spielt die Musik. Lassen Sie uns jetzt sehen und hören, jeder für sich und dennoch wir alle gemeinsam. Trotz der Abschattung schaffen wir so Verbindung. Wir bleiben zu Hause. Wir fühlen uns hier zu Hause. Zu Hause in Hebbach. Wir holen Hebbach in Ihr Zuhause. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Livestream gefällt. Wir hoffen, Sie werden Augen machen. Wir hoffen, dass Sie in den kommenden Minuten oder dass diese kommenden Minuten noch einige Zeit bei Ihnen nachklingen können. Wir hoffen, dass diese Idee ein leuchtendes Beispiel wird, auch für die nächsten Jahre. Genug der Watte, genug der Vorrede. Großheubach sendet einen Lichtblick. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen und uns einige leuchtende Momente bei Ihnen zu Hause. Nach dem Grußwort unseres neuen Bürgermeisters Gernot Winder und der kurzen Feuerjonglage darf auch ich Sie recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zusammen mit der Marktgemeinde Großheubach trägt die Gewerbe- und Interessengemeinschaft Großheubach diesen Livestream. Ich will Ihnen kurz unser Programm für die nächsten knapp 20 Minuten vorstellen. Während unser Weinberg sich nun immer mehr in buntes Licht tauchen wird, hören wir einige Klänge aus der Feuerwerksmusik von Händel. Aus dem Weinberg wird Ihnen unsere Weinprinzessin ihre Gedanken zur der jetzigen Zeit verraten. Ein Gedicht zum 1. Mai schließt sich daran an, bevor wir einen Sologesang hören werden. Danach verzaubert uns ein heimischer Musiker mit seinem eigenen Lied. Genießen Sie dann eine weitere Illumination unseres Weinberges, diesmal etwas bewegter und mit Hintergrundmusik aus dem Computer. Schließlich endet unser Livestream in einer Art Lichterfeuerwerk. Großheubach sendet einen Lichtblick. So heißt diese hoffentlich nicht letzte Online-Veranstaltung. Wenn es Ihnen gefällt und wir viel positive Resonanz bekommen, dann werden wir schauen, ob es solch einen Livestream noch einmal geben wird. Wir danken allen, die diesen Livestream ermöglicht haben und daran mitgewirkt haben. Wer dies alles ist, sehen Sie dann am Ende. Nun wünsche ich Ihnen
einige schöne Minuten bei Großheubach sendet einen Lichtblick. Ihre Silvia Prossler von der Gewerbeinteressengemeinschaft Großheubach. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Auch ich darf mich auf diese Weise heute bei euch melden. Wir alle vermissen momentan unsere Familie, Freunde oder auch Arbeitskollegen, mit denen die Zeit wie im Flug vergeht. Doch wir finden auch schneller denn je Möglichkeiten, unseren Lieben nahe zu sein, ohne ihnen nahe zu sein. Auch wir starten heute mit euch einen neuen Weg der Kommunikation über dieses Video. Wer weiß, was diese Zeit noch für Möglichkeiten für uns bereithält und welche Türen sich noch öffnen. Damit sich bei uns in der Region und unserem Ort weiterhin Türen und Läden öffnen, finde ich, es ist wichtig, dass wir unseren Konsum darauf konzentrieren, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Unseren Einzelhändlern, Gastronomen und natürlich auch unseren Winzern stehen schwierige Zeiten bevor. Doch auch sie finden neue Wege, um ihre Angebote zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. Vielleicht ändert uns dieser für uns noch nie dagewesene Verzicht der nächsten Tage, welche Möglichkeiten wir hatten und auch wieder haben werden. Wir konnten ins Kino oder auf Festivals gehen, Freunde treffen und in den Urlaub fahren. Und das, obwohl wir alles direkt vor der Tür haben. Wir leben in einer wundervollen Region und auch ich werde die nächsten Tage nutzen, um Wanderungen entlang der Weinberge oder eine Radtour entlang des Mains zu unternehmen. Und abends mit einem guten Glas Wein den Sonnenuntergang genießen, für mich klingt das schon nach Urlaub. Natürlich freue auch ich mich wieder drauf, wenn bei uns Feste und Veranstaltungen stattfinden dürfen und wir bei guten Gesprächen das eine oder andere Glas mit Freunden genießen. Lasst uns zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen, damit wir alle unsere Herzensmenschen bald wieder in den Arm nehmen können. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund, eure Weinprinzessin Sina. Einen Lichtblick senden. Der Mai ist der Monat, der des Lobes voll, wo das Moll des Lebens in Dur-Art wechseln soll. Die Nächte werden kürzer, die Farben kehren zurück. Man spürt, das Leben kämpft sich allmählich Stück für Stück zurück zur Oberfläche. Die lange kahl und karg, die Freude unseres Daseins im Winter kalt verbarg. So singen auch die Lieder vom Mai, der froh erwacht, und manche Bittermine ist überrascht und lacht. Gedichte, die geschrieben, spielen mit Fantasie und führen uns an Orte, die ganz gewiss noch nie ein Mensch hat je betreten, hier unter uns auf Erden. Doch heute fühle ich Enge. Ein Band legt sich um mich. Die Zeit, sie scheint verändert. Kein bunter Pinselstrich. Kein Lachen will recht dringen an mein begierig Ohr.
Und wo ich hörte singen, schweigt heut der frohe Chor. Die Welt, sie hält den Atem an. Und dann? Dann klingelte das Telefon und ich vernahm die Stimme schon. Lass es nicht dabei bewenden und lass uns einen Lichtblick senden, weil Mai ist und weil's Hoffnung braucht. Ein Augenblick, der Freude haucht. Den Weinberg haben wir erstiegen, wo bald die Reben prall sich wiegen, die manche karge Zeit ertrugen, weil sie beharrlich Wurzel schlugen. Den Blick, ich lass ihn lange schweifen, muss man dies nicht als Glück begreifen? So mögt der liebe Gott uns geben, Beharrlichkeit so wie den Reben, damit wir fest ans Morgen glauben, damit ans Wein fließt aus den Trauben, der uns doch prägt samt der Kultur. Er steht für Lebensfreude pur. Dies Kleinod haben wir gebaut, weil unsere Väter stets vertraut, mit Fleiß, Ideen, Fantasie wird Großes wachsen aus der Mühe. Das gilt auch heut in diesen Tagen. Lasst uns die Botschaft weitertragen. Ich glaube an das Gläserklingen und dass wir mal auch wieder singen. Wir sehen uns in Bälde wieder und singen unsere Böhnerlieder. Der Frühling wird das Grau beenden. Den Lichtblick wollte ich euch senden. Ja, liebe Großholbacherinnen und Großholbacher, und ich habe etwas in der Liederkiste der Klotzenhof-Singer, manch einer wird sie noch kennen, gekramt und bin auf einen alten Schlager gestoßen, den wir vor Jahren gesungen haben. Herzliche Grüße auch an die Singers. Den möchte ich jetzt kurz vortragen, weil ich glaube, er passt ganz gut zum Thema. Der Herrgott dort im Himmel muss ein Böhner sein. Er stellte unser Hemboch an den schönen Main, gab uns goldnen Wein, darum ist es gewiss. Unser Hemboch ist ein Stück vom Paradies. Gab uns goldnen Wein, darum ist es gewiss. Unser Hemboch ist ein Stück vom Paradies. In Hemboch lässt sich's leben, da ist noch nichts verkehrt. Für uns ist es halt eben der schönste Fleck auf Erd. Im Kloster dort am Berge sind wir dem Himmel nah. Was das bedeut, ihr liebe Leut, das ist doch sonnenklar. Was das bedeut, ihr liebe Leut, das ist doch sonnenklar. Der Herrgott dort im Himmel muss ein Böhner sein. Er stellte unser Hemboch an den schönen Main, gab uns goldnen Wein, darum ist es gewiss. Unser Hemboch ist ein Stück vom Paradies. Gab uns goldnen Wein, darum ist es gewiss. Unser Hemboch ist ein Stück vom Paradies. Einen kurzen Nachsatz habe ich noch. Und denkt an die, die stets verborgen für uns und das Gemeinwohl sorgen, die einfach da sind
ungezählt, die vor das Ich, das Wir gestellt, der Lauf der Zeit vor uns verbarg, zusammenhalten macht uns stark. Sehr zum Wohl. Dankeschön, Peter. Alles gut. So, ich baue einmal ein kleines wenig um. So, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuschauer, freut mich, dass ich auch ein bisschen was Musikalisches beitragen darf. Und als Musiker ist man sehr viel unterwegs, sehr viel auf Achse. Und darüber habe ich einen Song geschrieben, den Sie vielleicht schon gehört haben, aber bestimmt noch nicht in dieser Version. Einfach nur mit Gitarre hier aus dem Weinberg. Und es freut mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf. Einfach schön für Großheubach. Ja, Sehnsucht nach Zuhause. Meter weit ziehen sich die Straßen dahin. Weg ist das Ziel, doch mir fehlt dazu der Sinn. Die schönsten Städte habe ich in all den Jahren gesehen. Auf vielen Bühnen mit Wahnsinnskollegen zu stehen. Doch mit der Musik wie im siebten Himmel zu sein, verdreht ihr die Welt, alles nur Schein. Sehnsucht, immer wenn dein Bild entsteht, wenn die Zeit bis zum Wiedersehen zu langsam vergeht. Sehnsucht, jeder Traum schreit die Liebe hinaus. Wenn ich nur an dich denk, ich hab Sehnsucht nach Zuhaus. So wie als Kind über Wiesen und Felder zu gehen, voller Stolz auf den höchsten Bergen zu stehen. Auf dem Fahrrad zu fahren, allein mit Rucksack und Zelt. Und am Sonntagmittag den besten Kuchen der Welt. Freunde dazu, deine Familie dabei, die zu dir gehören, die fühlen wie du. Sehnsucht, immer wenn dein Bild entsteht, wenn die Zeit bis zum Wiedersehen zu langsam vergeht. Sehnsucht, jeder Traum schreit die Liebe hinaus. Wenn ich nur an dich denk, ich hab Sehnsucht nach Zuhause. Wenn ich nur an dich denk, ich hab Sehnsucht nach Zuhaus und kalte Finger. Dankeschön.